Advent bedeutet Ankunft. Wenn wir jemanden erwarten, werden wir wachsam sein. Manchmal voller Freude und Sehnsucht auf eine schöne gemeinsame Zeit. Heute segnen wir den Kranz und die Kerzen. Und sie drücken die Gedanken des Lebens, des Lichtes und der Wachsamkeit aus. Wir haben Sehnsucht nach Gott und große Erwartungen. Mit ihm wollen wir auch diese Adventszeit beginnen. So beginnen wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Alles neu beginnen oder den Weg zurückgehen. Nicht jeder wird das akzeptieren, denn unsere Welt denkt nur daran, vorwärts zu gehen. Ein Schritt zurück ist kein Zeichen von Entwicklung oder Wachstum. Dennoch, in der Spiritualität ist es ein wichtiger Aspekt. Deshalb feiern wir den Advent als eine Zeit des Neubeginns. Es ist eine Zeit der Zeichen und Traditionen. Eine Zeit, in der sich vieles wiederholt, aber auch eine Zeit der Rückbesinnung. Manchmal brauchen wir sie notwendig, denn daraus schöpfen wir neue Kraft und Begeisterung, um weiterzugehen. Ein Läufer zum Beispiel, der sehr konzentriert auf den Startschuss wartet, geht einen Schritt zurück. Daraus schöpft er die wichtige Kraft, um nach vorne zu starten. Neulich berichtete mir ein Bekannter von einer fast möglichen Autopanne. Da eine Straße nach einem Unfall gesperrt war, nahm er den Umweg über einen Feldweg in Kauf. Irgendwann konnte er da aber nicht mehr weiterfahren, weil es so matschig war. Es ging überhaupt nichts mehr. Nach einigen Versuchen wollte er schon aufgeben. Dann dachte er daran, den Rückwärtsgang einzulegen. Zum Glück hat ihm das geholfen. Also fuhr er rückwärts und fand einen anderen Weg, dieses Mal eine befestigte Straße. Ja, so ist das manchmal im Leben. Manchmal müssen wir rückwärts fahren, wenn wir feststecken oder wenn es nicht weitergeht. So ist es auch im Advent. Die Zeit hilft uns, nachzudenken und Kraft zu schöpfen. Wenn im Leben scheinbar nichts mehr geht, dann erhalten wir Kraft von Gott, denn er ist der Weg. Er ist unsere sichere Straße. Mit ihm kommen wir nicht vom Weg ab. Wir wollen uns Gott anvertrauen, Mut schöpfen und mit ihm Wege finden und gehen. Gott sei Licht auf unseren Wegen und segne uns, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.